Hallo Pimps and Players, euer Svenio wieder für euch am Mikrofon in einem weiteren, ist ein Beta-Video, direkt quasi live vor ein paar Minuten aufgenommen. Ja, ich habe es schon in der News vorher angekündigt. Wir sehen hier jetzt quasi die letzte Quest in der Maligos-Quest-Reihe, bevor man quasi den Nexus betritt. Und diese Quest ist sehr schön, weil sie bereitet sehr auf diese Instanz vor und beschäftigt sich mit dem Thema Maligos, der ja der Chef des blauen Drachenschwarms ist. Und was wir jetzt gerade sehen, ist quasi die vorvorletzte Quest. Da schlägt man nämlich einen der Helferinnen, auch einen blauen Drachen, kaputt. Das ist also eine Verbündete von Maligos und lootet quasi ihren Korps. Und jetzt sieht man eine Dame, die einen quasi die ganze Quest begleitet. Hier eine Dame vom roten Drachenschwarm. Der Name ist nicht so wichtig. Irgendwas mit Trass am Ende, weil Last Trass jetzt als Beispiel. Naja, auf jeden Fall, da hat man den Korps, den man jetzt gerade eingesammelt hat, hat man dem Drachen gegeben. Da gucke ich noch, wo bleibt er denn? Und der rote Drache zündet ihn an, um quasi Maligos aus der Reserve zu locken. Und ja, der alte Macho kommt nicht. Und ja, ich war etwas überrascht. Die Tussi nimmt mich einfach auf den Rücken und fliegt mit mir durch die Gegend. Das ist hier, da sieht man noch ein bisschen verbuggt noch. Man kann quasi nicht nah ranzoomen, man kann das Ganze nur von unter dem Drachen sehen. Die Aussicht ist übrigens sehr schön, finde ich. Ja, es ist jetzt etwas verzerrt durch das Fraps. Kann Bewegung nicht so gut kompensieren. Aber es ist trotzdem ganz schön zu sehen. Also man fliegt jetzt quasi an dem Nexus vorbei. Caldera heißt die Questzone. Hier habe ich, ihr seht ja, jetzt versuche ich quasi das Ganze von hinten aufzuziehen. Es geht aber einfach nicht. Ja, wie gesagt, der Nexus, die Geschichte dahinter, was das ja jetzt genau ist, habe ich jetzt ja gerade in einer News auf WoW-Szene hinterlegt. So, jetzt sieht man, da ist die alte Gewürzgurke Maligos. Ja, jetzt seht ihr, dass ich hier einige Screenshots mache, das ist alles ein bisschen eingefroren, ja. Hat mir natürlich schon ein bisschen angetönt. Also eigentlich ist es das alte Drachenmodell mit ein, zwei Modifikationen, größere, längere Hörner. Und ihr seht hier, wie Maligos gegen die roten Drachen kämpft. Er rotzt ihnen immer irgendein Frostbreath ins Gesicht. Und ja, das wird auch gleich das Ende der Questline sein. Wir fliegen jetzt hier noch ein bisschen weiter. Im Prinzip sind viele Quests so wie diese hier. Also ich habe jetzt so bis 71 ein bisschen mehr gequestet. Und gerade so die großen Quests, also die Final Steps und so, sind eigentlich so, dass man wirklich nur irgendwas miterleben darf und gar nicht aktiv eingreift. Ihr seht hier, dass ich etwas orientierungslos bin und den Questlog aufmache, um zu gucken, ob ich noch irgendwas machen soll. Aber es ist wirklich so, dass man nur fliegt, sich das Ganze angucken kann. Und am Ende gibt es dann den finalen Countdown, denn Maligos verfolgt hier den roten Drachen gleich. Und das habe ich auch nicht mehr so ganz drauf, weil ich schon, ich werde es gleich zeigen. Ich rechne schon damit, dass die Quest vorbei ist und dann passiert nochmal was. Ich habe das Trap schon ausgemacht. Übrigens rechts gerade konnte man diese Kuppel sehen. Das ist quasi die Quest-Location. Ja, ihr seht ihr, Maligos ist ein Arsch, der verfolgt uns jetzt. Die Kuppel gerade war die Quest-Location. Das ist so wie so ein bisschen wie Dalaran. Das sind so drei Magier, die haben so ein Schild aufrecht und beschützen quasi dieses Lager vor den Angriffen des blauen Drachenschwarms und der ganzen sonstigen Mobs. Sehr schön gemacht. Und jetzt landen wir gerade. Und ja, jetzt mache ich gleich Fraps aus. Und deshalb sieht man es nur. Ne? Da denkt man, hey, jetzt ist vorbei, geil. Ja, und dann sieht man jetzt noch, wie Maligos den roten Drachen einfriert und ihn quasi, das ist leider sehr kurz gehalten. Er friert ihn ein, der despawnt dann beide, also die spawnen dann beide und dann ist vorbei. Im Grunde ist es jetzt so, dass man in der ersten Instanz im Nexus, der heißt ja auch Nexus, als finalen Questgegner den roten Drachen hat, den man quasi jetzt von seinem, ist ähnlich so wie in anderen Videos, den man quasi von dem Einfluss befreit, beziehungsweise dann wieder aus diesem Frostbreath befreit. Und jetzt ist auch das Video schon vorbei und ich sage tschüss, bis zum nächsten Video.